Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Hofgeschichte. Es ist wieder Zeit für ein Baustellen-Update. Hier auf dem Hof hat sich eine ganze Menge getan und vielleicht habt ihr die vorherigen Videos zum Thema Baustelle schon gesehen und wartet und fiebert mit uns, wie es hier weitergeht. Heute schauen wir, wie der aktuelle Stand der Dinge ist und was sich so getan hat. Ich wünsche euch viel Spaß und wie ihr hier auch schon seht vor mir, nicht nur die große Baustelle ist ein Thema, sondern natürlich auch die kleine. Upcycling gilt auch hier für diverse Möbelstücke. Der Tisch hier, der gehörte zum Fundus und soll ein Schreibtisch werden. Und da kann ich selber Hand anlegen, aber es gibt Baustellenbereiche, da sind wir auf entsprechende Fachleute angewiesen. Schaut es euch mal an. Achtung, Stufe, noch. Boah, schön kühl. Hier ist doch eine Menge passiert. Wir haben jetzt auf dem Boden den Estrich und wir dürfen auch schon drauf laufen. Das heißt, es ist alles eine glatte Fläche. Die Fußbodenheizung ist darunter verschwunden und hier an den Seiten könnt ihr es auch schon sehen. Es fühlt sich richtig schön an und dabei ist es erst der Unterputz. Wir haben uns für Lehmputz entschieden. Das heißt, später wird das alles nochmal verputzt, der Endputz final dann drauf und dann ist es richtig, richtig toll. Wir haben uns damals mal in einer Ferienwohnung darin verliebt und sind froh, dass wir das jetzt hier umsetzen dürfen. Das hier ist unser neuer Garten-Gemüse-Kiosk-Raum, also Jungpflanzenanzucht, Werkstatt, Büroraum. Hier seht ihr auch schon, der Unterputz ist drauf. Auch hier ist Estrich auf dem Boden verlegt. Wenn wir allerdings nach oben schauen, dann sehen wir, die Decke ist noch nicht abgehangen. Das ist einer der nächsten Schritte. Aber ihr könnt diese braunen Streifen sehen und hier haben wir schön entrostet. Es ist auch ein Rostumwandler drauf, damit das auch weiterhin gut hält. Und hier hinten im Bereich seht ihr so eine weiße Fläche und ein paar Anschlüsse. Hier haben wir das so eingeplant, dass wir auch einen Nassbereich haben. Das heißt, hier haben wir den Kalkputz drauf, dass wir Waschbecken und so einbauen können. Wenn man mit Pflanzen arbeitet, ist das schon richtig gut und toll, wenn man direkt einen Wasserzugang hat. Ich freue mich, das wird so schön. Und da sind wir auch schon im nächsten Raum. Das ist die Wohnung, wo die Oma später einziehen darf. Auch hier der Estrich, die ganze Sanitärgeschichte ist schon unter dem Estrich alles verlegt. Und ja, wo fange ich an? Vielleicht oben bei der Decke. Ihr seht ja diese Wölbung, ich glaube, es heißt Frankfurter Kappendecke, wenn ich richtig informiert bin. Eigentlich super schön und wir hätten die auch ganz gerne gelassen. Ist allerdings eine Auflage vom Bauamt in Sachen Brandschutz, dass wir die abhängen, entsprechend dämmen und so. Das heißt, von der werden wir leider hinterher da nichts mehr sehen müssen. Aber wer umbaut oder saniert, der kennt das. Kompromisse muss man immer machen und so müssen wir das auch hier machen. Insgesamt ist das ein sehr, sehr schöner, großer Raum geworden. Man könnte sagen, ein schönes, großes, seniorengerechtes Einzimmer-Apartment. Hier kommt die Kochnische hin mit einer kleinen Insel. So ist das geplant. Auch hier wie im Gemüsekioskraum, hier Kalk, da kommt Lehm drauf. Wir haben allerdings ein Thema, was uns, ja, irgendwas klappt ja nie. Bei uns sind das jetzt die Fenster. Die Lieferzeit für die Fenster ist ja unerwartet sehr, sehr lang. Deswegen braucht das noch ein bisschen, zieht sich ein bisschen. Aber auch das wird noch kommen und dann geht es hier weiter. Jetzt sind wir im Badezimmer von der Wohnung und auch hier wird die Decke abgehangen. Auch hier haben wir Estrich drin und natürlich, ja, im Rahmen der Sanierung ist überall eine Fußbodenheizung drin.
Hier kommt das WC hin und da, wo ihr gerade mit der Kamera seid, da kommt eine ebenerdige Dusche hin. Hier vorne noch ein Waschbecken, sodass man genügend Platz hat und durch das große Fenster entsprechend genügend Tageslicht und auch gut lüften kann. Das war ein bisschen Tüftelei, aber ich würde sagen, das ist uns ganz gut gelungen. Ich bin super gespannt, wie das in ein paar Monaten dann hier aussehen wird. Hier in der Wohnung haben wir also jetzt konkret einen Baustopp, bis dann endlich die Fenster drin sind. Dann kann es weitergehen, dass der Putzer kommt und hier wunderschön den Lehmputz fertig macht, der Boden dann rein, die Decke abhängen und dann geht es hier auch weiter. Drückt uns die Daumen, dass es nicht mehr allzu lange dauert. Besonders schön finde ich die Lösung, wie wir die Wohnung meiner Mutter hier angeschlossen haben an unsere Wohnung. Denn es ist nur ein ganz kleiner Weg und dann sind wir schon bei uns in der Küche. Und auf dem Weg dahin gibt es noch zwei Abzweigungen. Zeige ich euch jetzt auch noch: Hauswirtschaftsraum und Erntegoldkammer. Wenn ich jetzt aus der Wohnung rauskomme, habe ich hier später eine Tür, wo ich direkt in den Garten gehen kann. Hier auf der anderen Seite eine Spüle, wo ich optimalerweise nochmal Gemüse sauber machen kann, bevor es in die Küche geht. Waschmaschinen sollen auch hier Platz finden. Ich träume davon, dass man die ein bisschen höher setzt und dann irgendwie eine Schublade hat. Und um die Ecke haben wir Lagerraum, also wo wir dann Kisten sortiert schön stapeln können, Weihnachtsdeko und Co. Und dann ist das schon richtig praktischer Raum. Und hier direkt nebenan ist dann unser Salon fürs Erntegold. Kommt mal mit. Dieser kleine Raum hat auch so ein bisschen die Durchgangsfunktion, dass man da weitergehen kann. Schauen wir uns gleich auch an. Hier haben wir diese wunderschöne Fachwerkwand, finden wir zumindest. Ist ein Teil auch schon ausgebessert worden, damit es auch weiterhin gut hält. Das soll auch so offen bleiben. Also wir stellen uns vor, dass wir so zwei Buchten, so zwei U's hier reinbauen, wo wir dann eingekochtes, fermentiertes, aber auch Küchengeräte, all solche Dinge hier unterbringen können. Und ich bin super glücklich, so einen Raum jetzt dazu zu haben. Das habe ich mir immer gewünscht. Wenn ihr vielleicht noch gute Tipps für mich habt in Sachen Vorratskammer, bisschen Strukturen, wie man es machen kann, ein paar Erfahrungswerte, ich wäre euch sehr dankbar. Schreibt es gerne in die Kommentare. Als Bodenbelag sollen hier noch Fliesen rein. Auch hier wird die Decke abgehangen. Und wenn wir jetzt da von der Küche hier in den Erntesalon gehen, dann können wir hier weitergehen, kommen in den Flur und zum Haustechnikraum. Hier sind wir wieder im Flur. Auch der soll gefliest werden. Und hier sind schon Fliesen drin. Das war, glaube ich, der dringendste und wichtigste Raum. Direkt schon verlegt. Das ist der Haustechnikraum. Und ihr seht schon, hier ist auch schon ganz viel passiert. Hier sind Vorinstallationen, Installationen. Ich weiß, wir haben saniert und wir haben eine Heizungsanlage, Verteilungsanlage, Vorbereitung für Elektro, all diese Dinge, die jetzt für die Sanierung hier sehr, sehr wichtig waren. Aber mehr kann ich euch ehrlich gesagt nicht dazu erzählen. Die Frage an euch ist, möchtet ihr mehr wissen, wie wir das hier saniert haben, wie die Technik aussieht? Dann würde ich, glaube ich, mal schauen, ob ich mir einen Experten mal in einem Video dazu holen kann, der hier gearbeitet hat und uns das vielleicht ein bisschen besser auch erklären kann. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Was ich euch aber sagen kann, ist, hier ist wieder eine wunderschöne Fachwerkwand, die ist gebürstet und schön aufgearbeitet und die darf offen bleiben. Vom Flur komme ich direkt hier in die Wohnküche rein. Und jetzt, wo der Esstisch drin ist, ist es auch eine Höhe, sehr praktisch. Vorher war da eine Stufe. Hier in diesem Raum, in der Wohnküche, wo ich mich sehr drauf freue, ist der Unterputz vom Lehm schon drauf. Die neuen Fenster sind schon drin. Und hier kann man auch sehen, ist ein Streifen Esstisch mit neu verlegt worden. Denn da ist auch ganz viel neue Technik drin. Nicht nur ganz viel neue Elektrotechnik, sondern auch von den Leitungen her. Denn der Haustechnikraum, den ihr eben gesehen habt, der ist nicht nur dafür da, die neuen Räume zu versorgen, sondern eben auch die alten, also den Altbestand. Hier ist auch eine Menge passiert. Wenn wir jetzt ein Stück hier rüber gehen, dann seht ihr vielleicht auch das Gebälk, also das Fachwerk. Das ist jetzt gerade schön eingepackt. Wir haben es vorher gesandstrahlt. Das hat sich, denke ich, auch gelohnt, die ganze Arbeit dabei. Und später wird es auch ausgepackt und nochmal richtig schön gemacht, sodass es dem Raum so seine Note auch gibt und die Verbundenheit mit dem Haus. Schauen wir mal auf die andere Seite.
Dieser Schrank hier, der Buffet-Schrank, vielleicht habt ihr den auf Insta mal gesehen, der ist einfach so schwer, den konnten wir hier gar nicht rausräumen. Der kommt zum Schluss auch wieder auf seinen Platz, hier an diese Wand. Und hier in diesem Durchgang haben wir uns das so gedacht, dass wir hier einen Durchgang haben zum Gehen und hier auf der anderen Seite die Küchenzeile erweitern, dass wir auch ein Kochfeld da haben, sodass ich hier kochen kann, dass wir auch das ein oder andere Video drehen können und hier in dem Raum einen großen Tisch, Sitzbank, Stühle stehen haben. Denn wir haben hier aus zwei Räumen einen Raum gemacht. Ich hatte nicht nur immer den Kindheitstraum, einen eigenen Bauernhof zu haben, sondern ich habe mir auch immer gewünscht, eine große Wohnküche bewohnen zu dürfen. Und auch dieser Traum wird jetzt hier real. Ihr seht oben, die Decke ist auch mit Lehm schon vorbearbeitet. Hinterher kommt hier der Lehm noch drauf. Es wird auch nochmal gestrichen. Auf den Boden kommen die Fliesen, die wir hier auch schon haben. Das wird ergänzt. Auch hier ist eine Fußbodenheizung drin. Und auf der anderen Seite hier, Moment, schaut es euch mal an. Hier auf dieser Seite, da haben wir lange überlegt und getüftelt, machen wir es. Hier waren ja vorher diese zwei Fenster drin, die waren auch schön vom Stil her. Wir haben uns aber gewünscht, ein großes Fenster zu haben, einen Durchgang zu haben. Das war ein bisschen Tüftelei, wir sind jetzt ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Ihr seht aber auch hier fehlt leider noch das Oberlicht, da soll so ein Sonnenlicht rein. Ich hoffe, dass auch das bald da ist. Und dann gibt es noch zwei Räume, die ich euch eigentlich zeigen möchte. Die sehen aber nahezu gleich aus, deswegen reicht es, wenn wir uns einen anschauen. Hier in diesem Raum haben wir jetzt an der Wand, ihr seht es vielleicht an den Linien, die da langlaufen, eine Wandheizung an den Innenwänden. Denn wenn man eine Wärmepumpe hat, braucht man eigentlich eine Fußbodenheizung. Hier in diesem Raum war das für uns nicht möglich, denn, oder wir haben uns dagegen entschieden, hier ist ein schöner alter Parkett drin, den wir erhalten möchten. Deswegen sind wir auf die Variante Wandheizung hier umgeschwenkt und hier kommt noch der Oberputz drauf, dann wird auch nochmal gestrichen. Und dann ist der Raum soweit auch fertig. Auch ganz wichtig für uns, denn wir werden dann vom Wohnzimmer, wo wir aktuell schlafen und wohnen, sozusagen hier rüber wandern, mit in die Wohnküche. Dann kann im nächsten Step, also sukzessive, dann auch das Wohnzimmer ja, saniert, renoviert werden. Da muss dann immer der ganze Putz ab und dann kommt auch eine Wandheizung hin. Unser Schlafzimmer sieht ähnlich aus. Die Fußbodenheizung ist da drin. Da kommt der Boden drauf, Oberputz drauf, Fenster sind auch schon drin, sodass das als ja, in Aussicht ist, dass das ein fertiger Raum wird, den wir demnächst auch beziehen können. Ihr seht also, in einer Baustelle wird es immer mehr, als man meint, immer komplizierter vielleicht, als man denkt. Dennoch bereuen wir es nicht. Im Gegenteil, wir sind voller Vorfreude und sehen halt eben den Prozess Stückchen für Stückchen. Als nächstes denke ich, dass wir in der Wohnküche und auch in diesem Raum hier ja, den Raum mit Leben füllen können. Wir schauen jetzt aber abschließend nochmal draußen vor dem Haus, wie es auf dem Dach aussieht. Da können wir nochmal gucken. Also kommt mit. Jetzt sind wir vor dem Haus angekommen und wie ihr schon seht, wir haben PV, also Photovoltaik, auf den Dächern verteilt. Auf der Südseite ist der größte Teil angebracht, da sind die meisten Panels drauf. Wir haben aber verteilt, das heißt auf Ost- und Westseite sind auch noch Panels drauf. Was ihr hier sehen könnt von der Fassade, die sieht jetzt so zugepackt, eingepackt aus. Das liegt einfach daran, dass der Estrich, als er jetzt reinkam, der soll langsam abtrocknen, deswegen sollte alles zu sein. Daher die Verpackung. Auch das wird wieder auf. Und wenn da Fenster drin sind, dann wird es auch richtig schön. Ich hoffe, dass wir euch bald zeigen können, dass es weitergeht und auch wie es weitergeht. Sehr freuen wir uns über eure Kommentare, über eure Daumen nach oben, euer Feedback. Das ist für uns auch super wichtig. Dankeschön. Wenn ihr Lust habt, noch ein bisschen Gartengemüse-Kiosk weiterzuschauen oder wenn es vielleicht auch euer erstes Baustellenvideo bei uns ist, hier oben findet ihr direkt die Playlist. Dann könnt ihr auch sehen, wie es angefangen hat hier auf unserem Hof. Und hier unten findet ihr unsere Gemüseanbau-Playlist, denn das ist der Kern bei uns. Wir bauen Gemüse an. Beziehungsweise jetzt werde ich weiter an die Schleifmaschine gehen und gucken, dass ich den Tisch fertig bekomme. Macht's gut bei euch im Garten, auf eurer Baustelle. Bis zum nächsten Mal.